Ja, Freunde, zurück in der Küche. Es geht weiter. Die 1 Stunde, 15 Minuten sind um. Das könnt ihr euch wirklich aufschreiben. Da sind schon Würstchen, die werden gebraten. Schön mit Ketchup und Curry drauf. Das wird dann das Frühstück. So, 1 Stunde 15 sind rum. Wir können das Ding hier erstmal so machen und das rausnehmen. Und wie geplant ist er von hier bis hierhin hochgegangen. Von da bis dahin. Genau das Gleiche tut das bei euch auch. So, jetzt heißt das, die Frischhaltefolie, die ich zweimal korrigiert habe, ne? Also sonst wäre sie jetzt immer noch hier unten fest. Also ich habe sie immer wieder hier oben ein bisschen weiter hoch gemacht und festgemacht. Also so wie der Teig aufgegangen ist. Das fängt ungefähr so an bei 50 Minuten, 60, ja, 40 Minuten fängt der Teig an langsam hochzugehen, ne? Und dann alle 5 Minuten geht er dann immer ein Stückchen weiter hoch in der Zeit. So, ich finde, das ist schon ganz gut. Ich lasse es jetzt in die Form rein fließen, ne? Ich halte hier ist der Griff, ich halte das fest, halte das schräg. Es wird hier rauslaufen und hier gegenüber mache ich mit der Gabel so und helfe es, dass das nicht am Rand so festbackt. Wisst ihr? Und lasse das hier reinfließen. Ich habe hier einfach Alu-Stücke genommen. Ihr wisst, das sind so Backstäbchen, wo man Hühnchen drinnen machen kann. So, wisst ihr, da mit den Löchern drinnen. Das einfach so zerknüllt, dass ich hier in der Mitte das fest habe. Ich habe mal früher 3 solche Röhrchen nur genommen, so 3 kleine Baguettes gemacht. Mit der Hälfte von dem Teig, wohlgemerkt. Also das ist schon so gut. Die Menge ist gut für 2 Baguettes. Das sind dann 2 richtige Baguettes für eine Baguetteform. Oder man macht Kinderbaguettes, 4 Stück. Aber wenn man 4 Baguettes daraus machen würde, wäre die Backzeit nur 20 Minuten. Ne? Ich mache 2 Baguettes, deshalb ist die Backzeit 30 Minuten, weil sie größer sind. Ich habe das jetzt hier mit Aluminium in der Mitte so hoch gemacht, dass ich hoffe, dass es hier in der Form bleibt, wenn das noch hoch geht, dass es hier in der Form hoch geht und nicht wie letztes Mal hier so in die Mitte reinlaufen kann. So, ich versuche das jetzt mal zu machen. Ach so, in der Zeit muss jetzt schon der Backofen. Das Gitter muss raus und der muss auf Ober- und Unterhitze gestellt werden. Ja, und jetzt heißt das, den Teig hier reinmachen, nochmal abdecken mit Mehl. Warten, dass das hier oben fertig ist, vorgeheizt ist und dann wird gebacken. So, mit Hilfe der Gabel konnte ich die Folie ganz leicht abmachen. Die kann ich jetzt so zusammenknüllen und in den Abfall damit. So, und jetzt mit der Gabel den Teig hier vorsichtig reinfließen lassen. Aufgeteilt. Man darf das nicht zu schnell reinfließen lassen, sonst macht das plump und dann ist auf einmal hier alles voll und man hier alles voll und dann hat man das hier drin und das will man nicht. Ne? Also langsam reinfließen lassen, Stückchen für Stückchen, so sich volllaufen lassen, das mit der Gabel abtrennen, hier rüber gehen, hier ist volllaufen lassen. Ja, und das möglichst 2 gleich große, weil die Backzeit natürlich ja, auf einem Backblech sich nicht unterschiedlich machen lässt. Ne? Also ich versuche das jetzt mal hinzukriegen. Den Topf dann gleich mit Kaltwasser abspülen. Also bevor das irgendwie eintrocknet oder so mit Kaltwasser. So, der Teig, der ist hier jetzt in den Schälchen drin. Ja, ich nenne das Schälchen, ihr wisst, dass das keine Schälchen sind. So, mit Mehl bestäuben schnell und mit Frischhaltefolie abdecken, bevor das hier irgendwo rausfließen kann. So, ich habe das jetzt mit Mehl bestäubt, mit Frischhaltefolie abgedeckt und darauf ein Handtuch gelegt. Und jetzt warte ich darauf, dass der Herd bei 250 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt ist. Ja, bis gleich, Freunde.